Hi, hier ist Lars von All About Samsung. Wir sind hier weiter auf der CES unterwegs und hier haben wir mal ein richtig geiles Heimkino. Das ist der neue Samsung HU9000. Also das ist die 9000er Serie und das heißt in dem Fall, dass man hier einen Curved UHD TV auf LCD-Basis hat und der kommt tatsächlich so auf den Markt. Also das hier sind 78 Zoll Curved. Ich stehe hier gerade fast genau im Sweet Spot, das heißt genau in dem Punkt, wo die Biegung genau auf den Nutzer ausgerichtet ist und das ist gerade beeindruckend. Man hat hier halt ein 4K-Auflösung, das Bild, sehr hochauflösend, sehr, sehr klar und durch diese leichte Wölbung wirkt das Ganze plastisch. Also es wirkt fast ein bisschen, als wäre das 3D. Unglaublich beeindruckendes Bild. Dazu hat man hier unten runter einen sehr, sehr schicken Metallstand. Das ist schon designmäßig echt schon am Hochreck unterwegs. Hier haben wir mal die 65 Zoll Version. Das heißt, es ist dann der 65 Zoll HU9000. Die Dinger haben eine Clear Motion Rate von 1440, also sehr, sehr hohe Bildfrequenz. Deswegen wirkt das Ganze sehr, sehr flüssig und angenehm für die Augen. Dazu hat man diese Biegung. Ich zeige die euch mal von der Seite. Das ist schon beeindruckend. Das Problem ist natürlich bei diesen ganzen UHD-Dingern, dass der Content immer noch so Mangelware ist. Also hier zum Beispiel 55 Zoll, ich denke mal, das ist fürs Wohnzimmer so mit das Angebrachteste. Ist eine feine Sache, ist auch sehr schön auflösend und diese Wölbung ist das Bild wirklich herausragend. Aber der Content, den zu bekriegen, ist natürlich derzeit noch schwer. Ich persönlich mag die Dinger und ich mag auch die Entwicklung. Es wird interessant sein, wie die Nutzer darauf reagieren, weil Samsung bringt die Dinger jetzt auf den Markt und wie die Nutzer sie annehmen, es ist halt so eine Sache, die kosten nicht wenig und der Content fehlt, das heißt, der große Mehrwert, der ist noch nicht da, wobei man muss sagen, Samsung hat bei den Consumer-Geräten, die hier auf den Markt kommen, angekündigt, dass das Upscaling extrem gut ist. Und das ist natürlich eine Nummer, die ist wichtig, weil dadurch kann man bisherige Full-HD-Inhalte auch nutzen weiterhin. Das ist natürlich wichtig, dass man, weil man muss, kann nicht immer neue Inhalte dafür generieren. Hier zeige ich euch mal kurz die Rückseite. Das ist hier wieder wie bei dem 8500 Metall, was verschraubt ist. Das heißt, es ist sehr edel. Man kann es sogar als Standalone, also wenn man es im Raum ein bisschen reinstellt, als Designelement nutzen. Das ist schon echt ein richtig schickes Ding. Vor allem unten mit dem Standfuß und so weiter. Das macht schon echt eine Menge her. Gebogen, LCD, hohe Auflösung, schöne CMR, tolle Farben. Oh, ich bin echt begeistert davon. Allerdings befürchte ich, dass so in den Geräten hier so 5.000-6.000 Euro noch ziemlich wenig angesetzt sein dürften. Die dürften nicht günstig werden. Naja, der Heimkino-Traum, man muss halt ein bisschen sparen. Ich hoffe, dieser kurze Eindruck hat euch gefallen. Wir sind ungefähr 300 Leute gegen das Stativ gerannt. Insofern stört euch bitte nicht daran, dass es ein bisschen verwackelt ist. Es tut mir leid. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt sie ab in die Kommentare. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Ansonsten wird es hier von der CES und deswegen noch eine ganze Menge andere Videos gehen. Es lohnt sich also, uns bei YouTube zu abonnieren. Ansonsten liest man sich bei All About Samsung wieder im Blog. Ciao!